Hallo, ihr Hübschen. Ich glaube, ich stelle euch gleich mal die Kamera ein bisschen woanders hin. Jetzt haben wir wieder die 365 Questen Channel. Das ist eine Kooperation mit anderen YouTubern. Habe ich letztes Mal gar nicht gesagt, ne? Alle sind unten und verlinkt und fertig. Wir sind im Juni, Ende Juni. Wir sind im Juni angekommen und es ist immer noch so heiß. Es wird immer heißer, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist, aber ist egal. So, erstens. Liste deine Kreditkarten aus deinem Geldbeutel auf. Nee, danke. Tut mir leid. Kreditkarten? Nee, ich zahle nur Bar, Leute. Es gibt Bargeld. Zweitens. Wie nah kam dein heutiger Tag an perfekt ran? Sehr nah. Drittens. Was hast du zuletzt laut gesungen? Ein bisschen Frieden. Viertens, was war die letzte Versammlung, an der du teilgenommen hast? Versammlung? Was für eine Versammlung, Leute? Ich bin zwar im Verein, aber gab es da irgendwann eine Versammlung? Ja, irgendwann im Januar. Aber nicht diesen Monat, nee. Fünftens, machte dich heute etwas traurig? Nee, tut mir leid. Sechstens, teile einen geheimen Gedanken. Was für ein Gedanke? Siebtens, liste 5 Dinge auf, bei denen du dir wünschst, dass du sie erfunden hättest. Den Staubsauger? Das Handy? Vielleicht den Airbag vom Auto. Viertens, was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch für schöne Erfindungen? Die Badewanne. Und fünftens, den Wasserhahn. Sonst wird die Badewanne ja nicht voll mit Wasser, ne? Achtens, was ist das letzte Rezept, welches du gekocht, gebacken hast? Tomatencremesuppe. Neuntens, wer ist dein zuverlässigster Freund? Mein Hund. Zehntens, was ließ dich heute die Zeit vergessen? Was ließ dich heute die Zeit vergessen? Dieses Video hier vielleicht? Ja. Elftens, von was bist du überzeugt? Von mir und meinen Wünschen. Zwölftens, wie hast du deine Zeit heute verbracht? Voll chillig, jawohl. Und, fertig. Dreizehn, was hast du zuletzt gekauft? Tomaten? Vierzehn, hast du heute jemandem deine Anerkennung gezeigt? Ja, mein Schatzi. Also, 15. Wie viel Liegestützen schaffst du? Eine. 16. Auf was freust du dich? Auf meine neue Wohnung. Aber die kommt erst noch. 17. Was ist dein Lieblingsgericht, welches du selbst kochst? Eine leckere frische Gemüsepfanne? 18. Es gibt nichts Besseres als zu viel Gedanken. 19. Was ist das Wichtigste, das dir heute erzählt wurde? Alles ist doch irgendwie ein bisschen wichtig. Keine Ahnung, kann ich nicht so sagen. 20. Worüber hast du heute zuletzt gedacht? Leute, ich denke so viel, dass ich nicht mehr weiß, woran ich zuletzt gedacht habe. Vielleicht an dieses Video hier. 21. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Bücher habe ich genug zu lesen. Ich weiß nicht, welches zuletzt gelesen habe. Zu Ende oder angefangen? Ich habe ja ganz viele, die ich ja angefangen habe. Also kann ich dazu jetzt auch nichts mehr sagen. Also habe ich hier keine Buchempfehlung heute. Aber wer weiß. Ihr könnt ja lesen, was ihr möchtet, ne?
Was zählt heute? Der einzige schöne Tag. 23. An welchem Projekt arbeitest du? Am Projekt Friseur. Ein bisschen Haare anders schneiden. Irgendwie gefällt mir das gerade zurzeit nicht. Vielleicht sollte ich die gleich mal kämmen oder so. Oder einen Zopf machen. Was weiß ich. Mal gucken. 24. Unterschreibe und vergleiche danach deine Unterschrift heute mit der vor ein paar Jahren. Hey. Naja, seht ihr ja dann nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Die verändert sich sowieso immer mal. 25. Was ist dein meist geschätzter Besitz? Ganz, ganz viele Bücher und CDs. 26. Warst du heute gut oder böse? Ich denke gut. 27. Was ist das Intelligenteste, das du heute getan hast? Mit dem Hund spazieren gegangen? Ist das intelligent? Bin ich überhaupt intelligent? Was ist überhaupt intelligent? Also Leute, das Wort ist mir zu intelligent. So. 28. Was war in deinem Briefkasten heute? Nix. War leer. 29. Heute war ich so fröhlich. 30. Das letzte, was ich mir selbst gekauft habe, war... Was habe ich mir denn gekauft? Also auf jeden Fall kein Wasser. Ich kaufe eigentlich, wenn ich einkaufe, kaufe ich ständig immer Tomaten ein, Leute. Ich liebe Tomaten, ich kann nichts dafür. Schon irgendwie seit weiß ich wann. Ich keine Ahnung, ich mag Tomaten. Und die müssen auch irgendwie nach Tomate schmecken, wenn die nur nach Wasser oder sonstiges. Und deswegen gehe ich auch gucken, dass ich mal Bio-Tomaten kriege. So. Nur mal so zu sozusagen dazu. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst euch nur gut gehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.